befinde mich in der Luft, direkt über dem gefährlichsten Gegner in Tears of the Kingdom, einem Griok. Und jetzt springe ich runter! Kann man Grioks zähmen und reiten? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden! Oh, das hat nicht funktioniert, aber das war auch erst die erste von 37 Mythen, die ich heute entweder als richtig oder eben falsch entlarven werde. Wie Feuer gegen Eiswerfer, eine unendliche Energiequelle oder Zielsuchraketen. Nummer 2 wäre direkt einer der nützlichsten. Es gibt verschiedenste Wege, um an Höhe zu gewinnen, aber das hier könnte alle toppen. Angeblich muss man nur eine Schwebeplattform an seinen Pfeil synthetisieren. Und wenn man den jetzt verschießt, dann steht sie einfach in der Luft. Ja, es geht! Und die ist dann immer in perfekter Höhe, um mit dem Deckensprung raufzukommen. Und von hier aus könnte man sogar noch mehr verschießen und noch höher kommen. Man kann keine Hunde streicheln und ich hasse Nintendo dafür. Aber kann man einem Wolf, der mich normalerweise angreift, einen Knochen geben und der wird zahm? Hier hast du einen richtigen Schlemmerknochen. Juckt ihn überhaupt nicht. Was soll das denn jetzt? Nimm doch endlich den Knochen. Ah, das war jetzt nicht so erfolgreich. Feuerpfeile eliminieren Eisgegner instant. Genauso tun es Eispfeile gegen Feuergegner. Aber was ist mit Elektrogegnern? Es gibt kein direktes Gegenelement. Aber da wir jetzt so ziemlich alles an Pfeile fusen können, warum probieren wir es nicht einfach mal mit einer Wasserfrucht aus? Ich glaube tatsächlich, das könnte jetzt wirklich funktionieren. Wow, das hat gar nichts gebracht. Eins der coolsten Elemente des Spiels ist Schildsurfen. Auf Schnee, Hügeln, sogar auf Schienen als Skateboard. Aber ich habe was viel cooleres, wenn das jetzt wirklich geht. Die Rakete. Kann man mit der auch Schildsurfen? Was passiert? Oh, oh mein Gott, das geht! Nein, das ist die übelste Verschwendung, aber ja mal so wild. Yo! Das Miasma-Schwert ist der stärkste Einhänder im Spiel, aber kommt mit einem hohen Preis. Deinem Leben! Je öfter du mit dem Schwert zuschlägst, desto mehr Herzen verlierst du. Aber kann man auch komplett sterben? Wird das Schwert einem auch das allerletzte Herz rauben? Na, es passiert gar nichts. Nein, es bleibt auf diesem einen Herz stehen. Man kann nicht daran sterben. Juhu! Bäume greifen plötzlich an in diesem Spiel und nicht jede Waffe ist effektiv gegen sie. Was? Wieso macht das gar nichts? Was? Aber was ist die eine Sache, die Holz am wenigsten mag? Genau, Feuer! Wenn ich jetzt eine Feuerfrucht auf sie werfe, ist das dann sehr effektiv? Okay, er brennt, er brennt. Er verliert ganz langsam Leben, aber er hört auch nicht auf zu brennen bisher. Okay, jetzt brennt er nicht mehr. Man muss also 2 Feuerfrüchte werfen, um ihn zu besiegen. Er brennt nicht unendlich. Mit gezücktem Schild und A führt man den Parry aus. Sehr effektiv, um Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen und ihn ein bisschen zu ärgern. Aber Gegner selbst können das angeblich auch. Immer und immer wieder habe ich auf diesen Bocklin eingeschlagen. Mann! Nach Minuten und Minuten des Schlagens kam ich zum Entschluss. Also der hat jetzt wirklich gar nichts gemacht. Null. Gar keine Anzeichen von Parieren. Das funktioniert nicht. Safe nicht. Falls es bei euch aber mal passiert ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht, wie oft ihr ihn benutzt, aber dieser Pilz ist schon echt cool. Gegner greifen sich dann einfach gegenseitig an. Aber wie sieht's mit dem Biberrock aus? Werden ihn die Gegner auf ihm drauf einfach besiegen, ohne dass ich selbst irgendwas machen muss? Oh, der Biberrock hat sie alle weggeschleudert. Yo! Das hätte ich nicht erwartet, aber enttäuscht bin ich sicher nicht. Ganz leise. Da vorne ist ein Bienennest. Eine falsche Bewegung und alle Bienen kommen direkt rausgeflogen und greifen mich an. Aber ich will ihren Honig. Hätte ich noch nur einen dieser tollen Rauchpilze dabei. Oh, was ein Zufall. Da ist ja einer in meinem Inventar. Werfe ich ihn doch mal aufs Nest. Und ja, alle Bienen kommen raus und ich kann mir einfach den Honig schnappen. Let's go. Keinen einzigen Stich. Apropos, was passiert, wenn man diesen Honig jetzt an eine Waffe fused? Wenn das wirklich stimmt, dann ne. Oh mein Gott, was? Nein, nein, nein. Da kommen wirklich Bienen raus und die greifen den Bocklin auch noch an. Nee, also das ist eine der coolsten Fuses, die ihr machen könnt. Okay, nennt mich verrückt, aber ich werde mich jetzt schon wieder runterstürzen. Und zwar auf ein Bouncy Pad. Kriegt man Fallschaden, wenn man es auslöst und draufspringt? Für die Wissenschaft! Oh, also man bekommt Fallschaden, aber immerhin wird man auch gebounced. Trotzdem busted. Aerokuta können fliegen, weil sie Flügel haben. Jetzt fliegst du nicht mehr. Ha! Aber dafür soll anscheinend meine Waffe fliegen, wenn man den Flügel an sie fused und sie dann wirft. Was passiert? Yo, lol, die ist safe weitergeflogen, oder? Ja, habt ihr das gesehen? Ich habe zwar nicht getroffen, aber es stimmt. Ich bin süchtig. Süchtig nach Sonai-Automaten. Yeah! Einfach ein paar Energiesphären rein und du bekommst Bauteile raus. Aber was, wenn ich 5 große Energiesphären reinwerfe? Bekomme ich dann 100 Bauteile? Explodiert der Dispenser? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Dabei sind sie so viel wert. Und...
Es kommt welche, es kommen viele raus, Junge. Was? Wie viel? Das hört ja gar nicht auf. 50, das sind 60 Bauteile. Dann mit dem Duplication-Glitch lohnt sich das ja mal sowas von. Das Jäger-Outfit ist der Drip. Der Boy himself wäre sogar neidisch. Aber jetzt zur Sache. Jäger lieben Bananen. Sie würden alles für eine deliziöse, sanft auf der Zunge zergehende, wohlschmeckende Banane tun. Jetzt ist meine Frage, was passiert, wenn ich als Jäger ein Bananengericht esse? Bekomme ich dann einen extra Boost? War sehr lecker, aber stärker ist der Boost jetzt nicht. Bastet. Leute sind die nicht mehr gefährlichsten Gegner in TOTK. Sorry, ihr wurdet vom Thron gestoßen, aber ihre Hörner sind dennoch extrem wertvoll. Was, wenn man sehr easy an diese Hörner rankommt, ohne den Leuten überhaupt töten zu müssen? Angeblich soll die Horn abbrechen, wenn sie den Flitzer machen. Hui, das war der Flitzer. Wenn sie mit dem Flitzer gegen eine Wand tackeln, dann müsste das Horn eigentlich abfallen. Und jetzt? Hier liegt gar nichts. Schade. Kleiner Trick für alle, die das Cryo-Modul aus Breath of the Wild vermissen. Man soll einfach nur eine Eisfrucht nehmen und aufs Wasser werfen. Ah ja, tatsächlich. Man kann auch drauf stehen. Funktioniert perfekt. Kann man eine unendliche Energiequelle erschaffen? Diesen Stromtank habe ich aus einem Schrein. Den kann man mit Strom, zum Beispiel dem Elektroschocker, hier aufladen. Wenn man jetzt einen Propeller anschließt, dann wird er angetrieben. Irgendwann wird meine Sonarenergie ausgehen, wie jetzt hier, aber eigentlich müsste dann doch genug Strom im Tank sein, dass es sich weiterdreht, oder? Ja! Es fließt wieder Strom. Es gibt zwar einen kurzen Delay, wenn ihr genau hinschaut, aber es funktioniert. Unlimited Power! In TOTK kann man tatsächlich auf Drachen reiten. Als hätte ich es in meinem letzten Mythenvideo nicht predicted. Ha, aber wie sieht es mit Fallschaden aus? Wuppa, schon wieder runter. Ich habe gehört, auf Drachen bekommt man gar keinen Fallschaden. Und es ist wahr. Es ist einfach wahr. Hallo Nydra. Wenn das hier geht, dann macht euch bereit für die ultimative Killerwaffe. Der Bumerang kommt im besten Fall zu dir zurück und kann auf dem Weg noch ein paar Gegner treffen. Aber was, wenn wir das auf die Spitze treiben und einen Laserrang fusionieren? Und nein! Nein, was ist das denn? Das hat ja, da hat ja gar kein Gegner eine Chance. Sheesh. Was haben dieser und dieser Ort gemeinsam? Genau, in Breath of the Wild waren hier Leunen zu finden. Wie sieht das in Tears of the Kingdom aus? Sind an den genau gleichen Stellen immer noch Leunen? Hier ist noch einer, ja. Hier auch? Okay, hier ist keiner. Na, du bist ganz bestimmt kein Leune. Alles klar, an manchen Stellen sind also noch Leunen und an anderen nicht. Macht euch bereit für den krassesten Stunt in der Menschheitsgeschichte. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir 2018 immer versucht haben, in Fortnite auf einer Rakete zu reiten. Aber geht das auch in TOTK? Dieses Konstrukt verschießt Raketenpfeile. Die sind sehr schnell. Aber vielleicht kann ich draufspringen. Nach sehr, sehr viel Trial and Error passierte dann das. Na, niemals geht das. Bastet. Habt ihr jemals probiert, ob man durch die Schreindecke fliegen kann? Ich auch nicht. Sieht aber schon irgendwie so aus, oder? Und gleich sind wir da. Ja gut, was hätte ich auch erwarten sollen, ehrlich gesagt. Aber es sieht so durchsichtig aus. Das ewige Duell Eis versus Feuer. Was passiert, wenn man einen Eiswerfer gegen den Flammenwerfer antreten lässt? Wird einer zurückgedrängt? Nein, es passiert gar nichts. Wenn das stimmt, dann wird der Untergrund viel angenehmer zu erkunden. Ihr braucht anscheinend nur einen Zauberstab und einen Sternsplitter. Genau, jetzt ranfusionieren. Ein Sternsplitterstab. Was passiert jetzt mit dem? Ja, genau, es ist wahr. Er lässt einfach alles hell leuchten. Das ist ja mal so cool. Wie hell, einfach man sieht richtig weit. Mit der Aero-Rüstung hat man sehr viel bessere Kontrolle in der Luft. Aber angeblich hat die Rüstung noch einen weiteren, viel größeren Vorteil. Levelt man sie nämlich auf die maximale Stufe auf, bekommt man keinen Fallschaden? Gar keinen? Das muss ich testen. Oh mein Gott, bitte, das wäre so wild. Nein, wirklich kein einziges Herz verloren, es stimmt. Ist es möglich, Gegner mit einem Spiegelschild zu blenden? Genau wie mit dieser Frucht? Wir brauchen natürlich Sonne dafür. Ja, schaut euch das an. Jetzt sind die ja komplett neben der Spur. Das macht Kämpfe viel zu einfach. Kann man Energietanks mit Elektropfeilen aufladen? Klingt ziemlich weit hergeholt, aber ich habe tatsächlich jemanden gesehen, der meint, es geht. Ist irgendwas passiert? Nee, oder? Keine Reaktion. Bei Stromtanks funktioniert's aber. Gibt es ein Höhenlimit in Tears of the Kingdom, ab dem man nicht weiter nach oben kommt? Hier mit dieser Maschine will ich es jetzt ganz nach oben schaffen. Let's go! Ja, das kann eine Weile dauern. Wir sind jetzt einfach schon über den meisten Himmelsinseln angekommen. Der Ausblick ist einfach geil hier oben. Oh, da ist das Limit. Höher geht's nicht. 3292 Meter. Junge, sieht das krass aus hier oben. Man kann nicht mal mehr springen, hä? Was ist das? Ganz, ganz weird hier oben. Was wird ein größeres Feuer erzeugen? Eine Feuerfrucht oder ein Feuergelee? Ich tippe auf das Gelee. Ja, nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall ein Feuer. Ja, okay, wir haben einen ganz klaren Gewinner. Das Gelee. Yo, ich bin hier zusammen mit meinem Homie Tulin und wir machen jetzt ein Selfie. Tulin? Hey!
Schau in die Kamera. Okay, es ist tatsächlich wahr. Tulin und alle anderen Weisen sind kamerascheu und wollen nicht aufgenommen werden. Natürlich gut, um Panoramabilder zu machen. Und jetzt die vielleicht beste Waffe im Game, wenn sie funktioniert. Eine Rakete, zusammengefused mit einem Flederweißer-Auge, das normalerweise immer das Ziel anvisiert. Funktioniert das auch mit einer Rakete? Bitte, das wäre einfach viel zu krass. Ich probier's einfach gar nicht mehr. SpaceX, nichts gegen mich. Das hier ist der Lenkanto Booster 3000, der mich bis zum Mond bringt. Und hoffentlich wieder zurück. So, Start Booster 1. Es geht hoch, es geht hoch. Oh. Wenn ihr aber wirklich Pros werden wollt, dann müsst ihr wissen, wie man die heftigsten Sonai-Gefährte baut, die ich euch hier zeige.